Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ebruno ist wieder am Start und zwar in der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um ein paar richtig coole Gadgets. Und zwar nicht nur Frauen haben kalte Füße, sondern auch mal kalte Hände. Und in dem Winter ab 2022, wenn das Gas teurer wird, werden wir wahrscheinlich alle kältere Hände nicht nur draußen, sondern vielleicht auch drinnen haben. Dafür gibt es eine kleinere Lösung und zwar beheizbare Handschuhe. 7,4 Volt, 2700 mAh und maximal 6,9 Watt Leistung mit intelligenter Temperatursteuerung und Anpassung. Bis 50 Grad, 55 Grad oder 60 Grad hört sich an der Stelle erstmal ein bisschen viel an, aber das bekommen wir nicht direkt auf die Haut, sondern der Handschuh erhitzt sich sozusagen mit auf. Ich habe mir jetzt mal hier so ein paar Handschuhe in der Größe L organisiert, weil ich mir einfach aufgrund der Handgröße nicht ganz so sicher war und ich auch keine Ahnung habe, welche Größe man bei Handschuhen sonst eigentlich bestellen sollte, habe ich für mich Größe L genommen und siehe da, sie passen perfekt. Dazu gucken wir uns jetzt mal ganz kurz an, was die beiden Dinger so können. Wir haben hier 19,98 Wattstunden drin pro Batterie und Powerbank, wenn ich das Ganze mal so sagen kann. Das Interessante daran ist, wir gucken mal hier ganz kurz rein. Wir haben hier natürlich zwei Handschuhe, eine Bedienungsanleitung, einmal noch ein kleines Päckchen mit Ladekabel bzw. mit den Powerbanks. Und dann gucken wir mal hier ganz kurz drauf, wie das so funktioniert. Die Handschuhe sind natürlich schwarz und nicht rot. Das soll bloß verdeutlichen, wie gut die Wärmeverteilung ist. Schauen wir direkt rein. Was können die Dinger denn hier? So, wir haben hier auf jeden Fall richtig schöne dicke Handschuhe, die von guter Qualität sind. Ich hatte sie tatsächlich schon mal ausgepackt, um mir das anzuschauen. Hier gibt es nochmal auf der einen Seite direkt das Logo drauf. Hier unten natürlich dann auch, damit man weiß, womit man es zu tun hat. Ich habe das so gelesen, dachte Mia and Coco. Was ist das denn? Aber das sind so die Handschuhhersteller an der Stelle. Und wir haben hier Material von 3M an der Stelle mit verbaut. Gucken wir uns mal die Handschuhe direkt im Detail an. Also wer gerne Motorrad fährt und das auch in der kalten Jahreszeit, der weiß schon, dass man das ja nicht unbedingt ohne irgendwie Handschuhe macht. Deswegen gibt es diese Handschuhe oder normale Handschuhe. Allerdings sind ja richtig gute Handschuhe dann auch thermoisoliert. Und wir haben hier die große Möglichkeit, zum Beispiel noch zu der Thermoisolation einfach dieses Heizelement, welches drin verbaut ist, zu aktivieren. Die lassen sich selbstverständlich noch wunderbar hier oben etwas enger schalten oder stellen, sage ich mal. Das heißt, da kommt dann keine kalte Luft mehr von außen rein, was auch schon mal sehr praktisch ist. Auf der anderen Seite seht ihr natürlich, haben wir hier einen Ein- und Ausschalter mit einer Akku-Anstands- oder Abstandsleuchte in 25% Schritten leuchtet das. Sowie haben wir unterschiedliche Farben, genauso wie es hier vorne abgebildet war. Rot ist halt heiß, Blau ist Medium und Low ist halt grün an der Stelle. Ansonsten so von der Verarbeitung her, es sind sehr dicke Handschuhe. Wir haben hier unten so ein bisschen Kunstleder, damit wir auch ein bisschen Grip haben. Was auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert ist, dass wir damit ein Smartphone bedienen. Das dachte ich am Anfang, dass es möglich ist, aber dieses funktioniert nicht. Das Telefon nehmen wir also jetzt mal direkt in die Hand und wir schauen mal drauf. Und ich möchte jetzt natürlich versuchen, das damit zu bedienen. Das ist erstmal fast unhandlich, weil die Handschuhe natürlich ziemlich groß und klobisch sind. Das heißt, die sind zwar gut da, aber meistens lässt du die Hände sowieso offen, weil das Zusammendrücken schon schwieriger ist. Aber es ist auch keine Touch-Funktion dazu. Das heißt, wir können jetzt hier auch nichts direkt mit steuern. Das würde zwar gehen, aber ihr seht ja hier schon, das geht mit den Handschuhen nicht, wird nicht erkannt. Aber egal, wenn ich dicke, klobige Handschuhe anziehe, dann muss ich mir natürlich auch jetzt nicht hier Gedanken machen, ob ich mein Smartphone bedienen kann. So, hier kann ich sie wunderbar schön zumachen. Dann habe ich jetzt hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal ein bisschen durchzuziehen. Das allerdings solltet ihr entweder vorher machen lassen von einer anderen Person, denn ansonsten wird es hier relativ eng. Ihr könnt also hier nochmal die Handschuhe richtig schön zuziehen. So, hier müsst ihr das Ganze dann natürlich nochmal versuchen irgendwie festzuhalten. Also mit einer Hand, das geht zwar ganz gut, aber die sitzen dann auf jeden Fall schön fest dran. Und ich habe ja hier nochmal eine Uhr direkt drunter. Ansonsten sieht man das, klappt es soweit sehr gut. Aber wir müssen natürlich erstmal schauen, wie funktioniert so ein Handschuh direkt. Hier haben wir natürlich noch einen Reißverschluss. Da ist so ein kleines Kabel drin und eine kleine Tasche. Und dann gucken wir mal ins Zubehör rein. Das Zubehör haben wir jetzt hier. Da ist ein Ladekabel drin und zwei kleine Powerbanks. Die lassen sich direkt hier über USB-C aufladen. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Können wir also drauf schauen. 25% Schritte sind also auch hier wieder angegeben. Sehr cool. Ein USB-Kabel versorgt gleich beide mit USB-C-Ausgängen, also USB-A auf USB-C, an einen Ladeadapter dran und aufladen lassen. Dauert natürlich eine ganze Weile, weil wir ja hier pro Akku an der Stelle 19,98 Wattstunden haben. Das heißt, 40 Wattstunden brauchen wir insgesamt für beide Akkus. Da steht es drin, RTX DR08L.
Das ist die Batterie mit 5 Volt und 2 Ampere, lassen die sich inputmäßig aufladen. Das funktioniert aber nur, wenn ihr einen Ladestecker anschließt, weil der ja meistens sowieso nur 2 oder 3 Ampere unterstützt. Ja, ansonsten Output Power maximal 14,8 Volt pro Handschuh. Das ist dann die Heizstufe 3 an der Stelle, also das Maximalste, was geht. So, dann drücken wir hier den Rundstecker rein und dann fangen die Handschuhe schon kurzzeitig an, einmal zu leuchten. Ihr macht dann nur Folgendes, bringt das Ganze hier rein. Sieht soweit schon mal ganz gut aus. Was hier schön ist, man hat hier auch gleichzeitig noch einen Wasserschutz. Ja? Das heißt, der Reißverschluss, der ist ja hier gut sichtbar, hat aber so eine Gummilasche oben drüber. Und die Gummilasche verhindert natürlich, dass hier Wasser eindringt. Sollte es jetzt natürlich so sein, dass ihr in den Fluss damit springt, geht auch hier die Elektronik kaputt, weil natürlich die Dinger nicht wasserdicht sind. Aber für Schnee ganz ideal oder für leichte Regentropfen ist das Material auf jeden Fall hier undurchlässig. Und hier hinten sowieso klappt das Ganze ganz gut. So, Hand also an der Stelle rein. Das Ganze hier einmal so zuziehen. Dann hier drauf drücken, Akkustand zeigt an, 4 von diesen kleinen Strichen sind da, gedrückt halten und wir starten direkt im roten Modus und das bedeutet, er heizt sich innerhalb von 6 Sekunden auf und ich habe jetzt schon an der Oberfläche, hier merke ich direkt, wie warm das schon wird, das ist echt schon echt schnell, also bis zu 6 Sekunden Aufheizzeit, das ist ja so ultra fast an der Stelle. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir hier natürlich, so wird es beschrieben, ein bisschen die Wärme in die Fingerspitzen mit ausstrahlen lassen können, das klappt zwar ganz gut, aber wir gucken mal, wenn du hier zum Beispiel beide Handschuhe anziehst, ich habe jetzt hier rechts noch keinen Akku drin, das ist klar, du kannst die auf jeden Fall bedienen, das klappt. Und die leuchten auch die ganze Zeit, das heißt, die Akkuanzeige zeigt euch immer an, wie viel Strom ihr noch in den Handschuhen habt. Und wenn du dann einmal drauf drückst, das ist Medium, das sind zum Beispiel 50 bis 55 Grad. So, da sehen wir es hier nochmal ganz kurz, Tüte an der Stelle mal weg. Das ist Medium und wir haben dann noch die Low-Einstellung, da halten die Handschuhe natürlich etwas länger drin. Kann ich hier individuell so drauf drücken. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde die jetzt erstmal ein paar Tage so ausprobieren. Es ist zwar noch nicht super kalt. Wir haben jetzt hier Außentemperaturen von 10 Grad. Da werde ich nicht mit dicken Handschuhen rumlaufen. Aber ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie gut das Ganze funktioniert. Und hier muss ich mich erstmal selber befreien. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal positiv überrascht, wie schön und wie schnell die Wärme sich hier oben drin verteilt und wie das hier aussieht mit den Fingerspitzen. Denn eigentlich ist das Heizelement, so wie ich gespürt habe, größtenteils hier und die Wärme strahlt an der Stelle nach vorne mit aus. Alles Weitere werde ich jetzt erstmal die nächsten Tage ausprobieren und dann werden wir uns das Ganze natürlich zusammen nochmal anschauen. Was ich aber sehr cool finde, ist halt, dass es direkt hier die Isolation ist von 3M und wir haben halt dieses isolierende Material direkt davon, ja, was benutzt wurde. Bin ich echt gespannt, wie die sich so schlagen. So, jetzt mal meine kurze Zusammenfassung davon. Ich habe jetzt hier die Dinger schon ein bisschen ausprobiert und muss sagen, die Dinger sind schon ziemlich geil. Auch wenn es im Moment noch nicht so ganz so kalt ist und wir jetzt noch keinen Schnee haben im Oktober, logischerweise. Dementsprechend muss man natürlich ganz einfach sagen, müssen wir natürlich darauf achten, dass die Dinger auf jeden Fall nicht allzu nass werden. Das habe ich ja schon gesagt. Für Schnee kein Problem. Zum Skifahren, zum Schlittenfahren stelle ich mir das richtig gut vor. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Fleischthermometer genommen, weil ich mir jetzt nicht anders vorstellen konnte, wie man jetzt hier die Wärme ansonsten überprüft. Ich habe die ganze Zeit auf Stufe 3 laufen. Das heißt, beide laufen auf Stufe 3 und ich habe jetzt hier mal so ein Ding reingesteckt und wir sehen hier, wir haben eine Innentemperatur von über 50 Grad. Hört sich im ersten Moment erstmal heiß an, das Ganze steigert sich auch noch, aber man darf eins nicht vergessen, die Blutzirkulation im menschlichen Körper ist ja so, wir haben ja nur Blut, was circa 37 Grad warm ist, vielleicht auch nur 36 Grad, kommt immer so ganz drauf an. Ja? Dementsprechend kühlt natürlich unsere Haut diesen Handschuh wieder aus, wir nehmen die Wärme aus dem Handschuh auf und dadurch bleiben das natürlich hier keine 54 Grad in drinne oder 55. Wenn ich jetzt hier im ersten Moment reinfasse und das Ding läuft jetzt hier so 2-3 Minuten am Stück, dann ist das schon wirklich richtig angenehm warm. Aber ich merke auch sofort, dass jetzt hier an der Stelle die Wärme rausgezogen wird über meine Hand, die logischerweise keine 50 Grad hat. Und das ist genauso, als wenn ich jetzt hier so eine heizbare Powerbank habe. Das Ding wird an der Außenseite x-fach heiß und hat irgendwie 60 Grad. Und wenn ich es dann aber anfasse, dann nimmt meine Haut natürlich ganz schnell über das Alu Material jetzt hier die Wärme auf und dementsprechend habe ich dann die Powerbank irgendwann wieder auf so 37, 38 Grad, was immer noch angenehm schön warm ist. Zurück aber zu den Handschuhen.
Hier ist mir Folgendes aufgefallen, das wollte ich nur mal zeigen. Wenn die Dinger jetzt natürlich hier drinnen sind, dann geben die ein bisschen Wärme ab nach unten. Nicht sonderlich viel, aber man sieht auch hier schon, okay, die Dinger werden wirklich schön warm. Auch hier bis in die Fingerspitzen tatsächlich. Also am meisten kommt natürlich hier am Handrücken an. Witzigerweise ist das Material so gut isoliert, dass hier oben kaum Wärme durchkommt. Und hier ein bisschen so an der Einheit, aber ansonsten, das ist hier Kunststoff, das leitet ein bisschen mehr Wärme raus. Aber hier so der Rest, das ist wirklich sehr, sehr gut isoliert. Aber trotzdem bis zu den Fingerspitzen, ich hätte es am Anfang nicht gedacht, aber so langsam kriecht die Wärme hier vorne dann so rein. Und das sind jetzt allerdings auch meine ersten beheizbaren Handschuhe. Und definitiv war es eine gute Wahl. Die Dinger sind natürlich auch nicht ganz günstig und kosten dementsprechend natürlich auch 90 Euro. Das ist zwar keine schlechte Sache, aber wie gesagt, sie sollten auch eine ganze Weile halten. Die integrierten Akkus kann man ja austauschen, habe ich ja hier schon gezeigt. Aber ich habe bisher auf Amazon noch nichts finden können unter der Bezeichnung, die jetzt hier hinten drauf steht. Also wir reden von RTX DR08L. Da kriege ich nur eine RTX Grafikkarte angezeigt, die wollte ich aber nicht. Was halt sehr cool ist, wir haben halt die ganze Zeit in Echtzeit jetzt hier die Überwachung. Was auch lustig ist, dass der Handschuh hier immer noch 4 Balken anzeigt. Nee, zeigt er doch nicht, was? Nee, doch, er zeigt noch 4 Balken an und hier haben wir nur noch 3. Während der jetzt hier an der Stelle 3 Balken anzeigt. Und wir gucken mal ganz kurz hier rein, wie viel sind das. Ich habe das übrigens mal ausprobiert, was günstiger ist. Hier sind es auch 3, das passt. Ob man die so reinlegt oder so, aber das muss jeder individuell für sich selber entscheiden. Die werden natürlich auch minimal warm, die Powerbanks, ist ja ganz klar, weil da ja auch eine Menge Strom rausgezogen wird. Ist aber auch nicht im bedenklichen Rahmen, bei gerade mal so, ja, maximal hier 34-35 Grad ist das Ganze noch wirklich zu verschmerzen. Ich finde es auf jeden Fall eine saftige Angelegenheit und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, natürlich diese 3 Heizmodi individuell einzustellen. Wir haben die Heizmodi, die angezeigt werden direkt nochmal und es wird bis zu den Fingerspitzen vorne direkt nochmal warm. Was cool ist, wir können irgendwann dann auch die Powerbanks austauschen, ist also kein fest eingebauter Akku, sodass wir das Gerät wegschmeißen können. Die sollen hier mindestens 300 Ladezyklen bis 100% immer durchstehen und danach haben sie noch 80% Restkapazität. Ja, ansonsten zeige ich euch mal hier den Spaß. Das sind die Dinger direkt und die kosten im Moment 89,99. Kann man auf jeden Fall machen. Es gibt auch immer noch günstigere Sachen, aber man weiß immer auch nicht, was man da so direkt bekommt. Ich muss aber sagen, ich bin hier sehr zufrieden und wir haben auf jeden Fall ein schönes verarbeitetes Material. Innen drinne ist das Ganze dann noch mit Baumwolle ausgekleidet. Das heißt, es bleibt aber auch schön kuschelig und die Wärme verteilt sich wirklich sehr gut im Inneren. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Angelegenheit und wenn wir das jetzt mal so anschaue, dann macht man damit nichts falsch, wenn man Größe L als Beispiel nimmt, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wer kleinere Hände hat, nimmt kleinere. Wer größere hat, nimmt größere. Man darf halt nicht vergessen, die sind halt wirklich ziemlich klobig und dick, aber es sind halt richtig echte Winterhandschuhe, die zum Schlittenfahren, Skifahren oder natürlich für eine Schneeballschlacht locker geeignet sind, wobei ich hier nicht weiß, wie sich das Material verhält, wenn hier vorne die Finger, und die sind jetzt gerade wirklich warm, den Schnee berühren, dann habt ihr wahrscheinlich so richtig harte Schneebälle daraus geformt, weil der Schnee einfach mal doppelt so schnell richtig schön schmilzt. Ja, bei 10 Grad Außentemperatur kann ich dazu allerdings nicht viel mehr sagen, außer dass sie bisher ihren Job gut machen. Da läuft man allerdings nicht mit solchen Handschuhen rum, sondern erst im tiefsten Winter und da müssen sie sich dann erstmal in den nächsten Monaten bewahrheiten. Das soll es an der Stelle aber erstmal gewesen sein. Ich habe mir das erste Mal die beheizbaren Handschuhe angeschaut. Eine ziemlich coole Sache und das kann man auf jeden Fall an der Stelle wirklich mal machen, denke ich mir. Bin erstmal raus. Ich verlinke euch das Ding unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.